Ja, jetzt in Teil 3 möchte ich nochmal ganz kurz das Gesamtsystem erklären. Hier ist kein Magnet drin. Das heißt, um hier irgendeine Spannung zu erzeugen, brauchen wir einen sogenannten Erreger. Jetzt haben sich vielleicht viele schon gefragt, warum wir immer diese Ladekontrollleuchte bei uns im Fahrzeug haben. Die macht genau das. Die Ladekontrollleuchte sorgt für einen Stromfluss, ups, von Plus durch die Ladekontrollleuchte, das fließt dann Strom, auf D. Solange unser Voltage Regulator zu ist, sind D und F direkt miteinander verbunden, so wie in dem Test im allerersten Video. Heißt also, das fließt durch D und F hier rein. Hier ist jetzt eine gewisse Spannung drin. Wir sehen 1,4 Volt. Das heißt, von den 12 Volt, die hier ankommen, fallen 12 minus 1,5 Volt an der Birne ab und 1,5 Volt irgendwo hier drin. Sobald wir jetzt anfangen, den Motor hier zu drehen, mache ich gleich mit der Bohrmaschine, fängt er an, eine Spannung zu induzieren, weil durch unseren Erregerstrom, der fließt, ist ein gewisser Magnetismus vorhanden. Und die Regel besagt, ich glaube, das ist das Lorentzsche Gesetz, oh, meine Kamera kommt mit dem Licht nicht ganz klar. Die Regel besagt, dass wenn sich ein Leiter, also der Dynamo innen drin, in einem Magnetfeld dreht, wird eine Spannung induziert. Und das ist ja das, was wir wollen. So, heißt also, das ist die Erregung. Wenn wir jetzt anfangen zu drehen, erzeugt der Dynamo eine Spannung. Dann ist der Unterschied zwischen 12 Volt und unserem D, also unserem Dynamo und F, wird immer kleiner, weil der Dynamo fängt ja an, Spannung zu erzeugen. Und er liegt ja auch an Masse, genauso wie das Potential von 12 Volt ja auch auf Masse gemessen wird. Der erzeugt mehr und mehr Spannung, bis wir bei 0 sind. Bei 0 geht dieser Kontakt dann zu. Also bei ungefähr 12, 12,5 Volt hängt ein bisschen davon ab, wie unsere Batteriespannung ist. Dann geht der Kontakt zu, die beiden Sachen sind verbunden. Jetzt kann der Generator, wenn er mehr als die Batteriespannung erzeugt, kann er Strom durch, hier, kleinen Moment, das Kabel, das D-Terminal, hier rüber, über mein Ampermeter, was angeschlossen ist, in meine Batterie speisen. Dieser Kontakt muss sich also schließen. Wenn ihr jetzt euer Auto startet und es funktioniert irgendwas nicht, wenn dieser Kontakt nicht zugeht, dann müsst ihr den Fehler irgendwo hier zwischen suchen, weil dann könnt ihr ein Messgerät anschließen, so wie ich es jetzt gemacht habe. Spannung hier gemessen zu Erdemasse hier drüben am Generator angeschlossen. Hier muss eine Spannung sein, die mindestens 12 Volt erreicht. Im Standgas ist das oft nicht der Fall. Im Standgas erzeugen die Generatoren vielleicht mal so 6, 7 Volt. Aber spätestens, wenn ihr ein bisschen hochdreht, müssen da mehr als die Batteriespannung anlegen. Dann geht nämlich die Lampe aus, weil die Lampe zeigt die Differenz zwischen D bzw. F und unserer Batteriespannung, den 12 Volt. Und erst wenn die 0 ist, die Lampe aus ist, dann erzeugt unser Generator genug. Und das möchte ich jetzt mal ganz kurz simulieren. So, ich gucke jetzt mal, ob das mit einer Hand klappt. Seht ihr, ich fange jetzt hier an zu drehen. Ihr seht, die Spannung an D steigt immer weiter an, 7, 8, 9, 10 Volt. Sobald die jetzt 12 Volt übersteigt, sind wir bei 12,7. So, ich mache mal die Bohrmaschine wieder aus, dann hört ihr mich besser. Ihr habt jetzt eben gesehen, sobald hier mehr als 12 Volt stehen, fängt ein Strom an zu fließen, weil dann ist das Potenzial zwischen Generator und Spule, zwischen Generator und Batterie so rum, dass vom Generator was da reinfließen kann. Der Generator erzeugt mehr Spannung, als die Batterie hat. Erst dann kann er laden und dann geht auch die Lampe aus. Die Lampe zeigt uns die Differenz zwischen D und der Batterie, dem plus 12 Volt, nicht der Masse, sondern dem plus 12 Volt. Deswegen ist sie hier so rum angeschlossen. Jetzt passiert Folgendes, das kann man nicht so gut beobachten. Ihr habt jetzt eben gesehen, sobald hier 12,7 Volt oder so standen, ist der Kontakt zugegangen. Der Generator war mit der Batterie verbunden, der Cut-off, wie ich Ihnen im vorigen Video erklärt habe, und es fließt ein Strom. Das hier drüben, den Spannungsregler kann man weniger gut kontrollieren, weil der wirklich sehr schnell schaltet. Man kann, wenn man sehr genau hinguckt, kann man das gucken. Man muss dann die Drehzahl so hoch steigern, bis hier irgendwas 14, 15 Volt steht. Und dann irgendwann muss dieser Kontakt anfangen. Was jetzt bei mir das Problem war, worauf ihr auch achten könnt. Bei mir war es so, ich habe das angeschaltet, das Fahrzeug. Die Lampe hat auf halber Leistung ungefähr geglimmt. Und hier standen 5 Volt. Und es ist nicht höher gegangen. Das deutet darauf hin, dass die Erregerspannung, also der Strom, der über die Lampe fließt, Richtung F, wo wir ja die Erregung brauchen, nicht richtig geflossen ist. Bei mir war das Problem, dass dieser Kontakt hier korrodiert war. Bei neuen Geräten war es so, die neuen Geräte, da müssen immer die Pole eingeschliffen werden, also die Kontakte. Da ist irgendwie ein Schmierfilm aufgrund der Produktion drauf. Wo genau das herkommt, weiß ich nicht. Auf jeden Fall müssen die angeschliffen werden. Und dann schnappt ihr euch einfach ein Ohmmeter und messt die Kontakte auf beiden Seiten und guckt, ob der Kontakt gut ist. Genauso könnt ihr das auch hier drüben testen. Und die müssen wirklich gut geschmiergelt werden. Und bei meinem, ich mache mal kurz das Licht wieder aus. Und bei meinem Fahrzeug war es so, der Kontakt war korrodiert. Dann habe ich einen neuen Laderegler gekauft. Da war der Kontakt aufgrund der Produktion nicht gut.
In beiden Fällen das gleiche Fehlerbild und ich habe mich wirklich lange im Kreis gedreht. Und ich hoffe, dass ich euch mit diesen Videos ein bisschen die Funktion näher bringen konnte. Und wenn ihr da noch Fragen habt oder sowas, also ich versuche die Schaltpläne alle anzuhängen. Es gibt eben nicht viel zu beachten. Ihr könnt zuerst den Dynamo-Test durchführen, dann wisst ihr, dass der Dynamo geht. Wie ich erzählt habe, D und F zusammen mit einem Ampermeter und dann Ampermeter und messen zwischen D und Masse. 12 Volt muss das Ampermeter 2 Ampere anzeigen. Dann geht der Dynamo. Und es muss auch entsprechend, wenn ihr schneller dreht, muss die Spannung hochgehen, der Strom hochgehen und wenn ihr langsamer werdet, analog dazu runter. Danach könnt ihr euch die Kontakte angucken. Reinigt die, nehmt ein bisschen Schmirgelpapier, macht sie komplett sauber. Wenn ihr dann beides zusammen betreibt, dann muss zwischen D und Erde, wenn der Generator läuft, muss irgendwann mehr als 12 Volt anliegen, dann muss der Kontakt zugehen. Wenn das nicht passiert, dann kommt der Saft, der hier erzeugt wird, hier nicht an. Analog dazu muss eure Kontrollleuchte ausgehen, weil wenn der Generator genug erzeugt, ist das Niveau zwischen Batterie und Generator gleich Null, weil der Generator so viel Spannung erzeugt wie die Batterie. Wenn also eure Lampe noch irgendwie rumglimmt, dann stimmt irgendetwas mit der Erregung hier drüben nicht. Und dann könnt ihr eben diesen Voltage Regulator testen, weil der bestimmt, wie viel Spannung maximal in mein Field, also in meine Erregung reinfließen kann, um eben gegebenenfalls, das ist eine selbsterregte Maschine, um eben gegebenenfalls das Ganze drosseln zu können, damit unser Bordnetz nicht zu viel Spannung bekommt. Analog dazu sorgt er am Anfang dafür, wenn er geschlossen ist, dass unser Strom über die Ladekontrollleuchte in das Feld fließt und dadurch eben die Selbsterregung überhaupt anfangen kann. So, jetzt habe ich mal alle Tests vorgestellt, die man eigentlich braucht, um sein System wieder zum Laufen zu kriegen. Und ich hoffe sehr, dass das ein bisschen hilft. Bei Fragen könnt ihr euch gerne an mich wenden und viel Spaß dabei, euer Problem zu lösen. Was auch immer gut ist, noch eine Anmerkung nebenbei, Kontakte prüfen, Schraubkontakte hier und auch die Kontakte an den Lichtmaschinen, die Steckkontakte überprüfen. Die können gerne mal korrodiert sein, abgerissen sein. Könnt ihr einfach durchmessen mit so einem einfachen Messgerät. Einfach auf hier auf durchmessen, damit testet man Dioden gehen. Oder alternativ könnt ihr auch natürlich Widerstände messen. Und wenn der Widerstand zu hoch ist, dann wisst ihr, irgendwo habt ihr ein Kontaktproblem. So habe ich das bei dem Kontakt auch rausgefunden. Da ist es so, wenn der Kontakt zu ist hier, dann müssen eigentlich 0 Ohm Widerstand da sein. So gut wie 0 Ohm. Ich hatte 0,3. Ich hatte 0,3, nachdem ich die Kontakte gereinigt habe. Bevor ich sie gereinigt hatte, hatte ich ohne Anschluss der Lichtmaschine 97. Das kommt daher, hier ist ein Widerstand von 97 Ampere Ohm eingebaut. Der eben, wenn der Kontakt offen ist, dafür sorgt, dass über den Widerstand von 97 Ohm immer noch ein gewisser Erregerstrom in unsere Feld F-Field-Spule fließt. Sonst würde, sobald der Kontakt aufgeht und das Feld komplett aus wäre, würde der komplette Prozess zu Ende sein, weil wir brauchen ja eine erregte Maschine. Analog dazu könnt ihr auch die Field- und Dynamo-Resistance von dem Dynamo messen, indem ihr euer Ohmmeter anschließt, natürlich alle Kabel abmachen, zwischen Masse, Gehäuse und D bzw. F. Und da gibt es auch vom Hersteller vorgeschriebene Werte. Ich meine mich jetzt zu erinnern, so wie es in den PDFs drin steht, in den Datenblättern, zwischen F, also dem Field, und D müssen, glaube ich, 6,2 Ohm anliegen und zwischen Field und Ground, sorry, 6,2 Ohm und zwischen Dynamo und Ground müssen 3,2 Ohm ungefähr anliegen. Die Werte hängen entsprechend von eurer Lichtmaschine, eurem Dynamo ab. Das ist auch noch ein Test, mit dem man die Spulen auf Beschädigung überprüfen kann. Das heißt, wenn da der Widerstand 0 ist, dann ist irgendwas mit eurer Spule im Argen, dann habt ihr irgendwo einen kurzen. So, genug der vielen Worte. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis bald.